Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich wünsche euch auch noch ein gutes neues Jahr, wenn auch etwas verspätet. Kommen wir lieber zu dem, was sich bei uns mittlerweile betrieblich so getan hat. Das Video ist vorwiegend jetzt im Stall, weil draußen ist es mir ehrlich gesagt zu kalt. Wir haben Minusgrade und Schnee. Wir hatten bereits vor meinem letzten Video eine Betriebskontrolle unangekündigt vom Veterinäramt. Vorwiegender Bereich Tierschutz. Ich habe das abgewartet, weil ich eigentlich gedacht oder gehofft habe, dass ich da vielleicht sowas wie ein Prüfprotokoll bekomme, anhand dessen ich euch den Ablauf der Kontrolle vorstellen könnte. Aber das ist nicht gekommen, beziehungsweise habe ich nicht erhalten. Dafür kommt hier jetzt jemand anderer. Mal los, Mascha. Streicheln. Auf der anderen Seite ist der Ablauf von der Kontrolle durchs Veterinäramt nicht viel anders als wie das, was ich schon vorgestellt habe bei der Kontrolle von QM-Milch. Die Punkte sind eigentlich identisch. Wir hatten halt hier noch seitens der Amtsveterinärinnen die Nachfrage, warum jetzt die Kälber Nasdring tragen. Klar, weil sie sich gegenseitig besaugen. Was machen wir dafür, dass die sich nicht besaugen? Also quasi Vorbeuge. Also sieht man, hier ist auch eine Schrubbelbürste verbaut. Sie haben viel Heu zum Kruscheln, damit sie beschäftigt sind. Und ihnen ging es eigentlich auch eher darum, dass nicht pauschal alle Kälber, die hier rüberkommen, einen Nasdring eingezogen bekommen, sondern bloß die wirklich auch bei anderen gesoffen haben. Wie man sieht, die restlichen haben nichts drinnen und somit waren die Amtstierärztinnen zufrieden damit. Wichtig war dann beim Jungvieh oder auch bei den Kühen, dass die Anzahl in der Gruppe bloß so hoch ist, wie Liegeboxen da sind, nicht wie Fressplätze, weil meistens sind es ja mehr Fressplätze wie Liegeplätze und ausschlaggebend sind die Liegeplätze, was ja eigentlich klar ist, wurde aber dann nochmal extra betont. Ich habe es den Kontrolleurinnen angeboten, sie können jede Box nachzählen, aber sie haben dann doch darauf verzichtet, weil sie eigentlich schon gesehen haben, dass das bei uns relativ luftig bestückt ist. Ganz ohne Bemängelung geht es natürlich nicht, ich glaube natürlich nicht. Gefunden das Metapirin, da wurde beanstandet, dass ich das noch behalten habe, obwohl das abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, 2018 und es steht immer noch da. Ja, das wurde beanstandet. Und ich hatte dann noch ein bisschen den Eindruck, das Steckenpferd bei dieser Kontrolle war ein bisschen die Kälber bzw. der Kälberstall, Kälberboxen, Kälbereinstreu, sachgerechtes Enthornen. Ich habe erst hinterher mitbekommen, dass sie 3 Wochen vor uns einen anderen Betrieb kontrolliert haben, wo das mit den Kälbern nicht ganz so gepasst hat. Das heißt, die Boxenabmessungen zu klein waren. Also auch bei uns waren sie kurz davor, dass sie einen Meterstab rausholen und die Kälberkisten hier abmessen, ob die Abmessungen konform sind. Aber da das alles ja relativ neu ist, haben sie mir doch geglaubt, dass das die zulässigen Standardabmessungen sind. Nochmals mit dem Hinweis, dass nur die kleinen Kälber bis 14 Tage in der kleinen Box sein dürfen. Und dann müssen sie entweder in die große Box wechseln bis zu 8 Wochen. Oder eben in die Gruppe. Gruppe war ihnen dann noch wichtig, dass eben eingestreut ist, dass die Kälber sauber und trocken liegen oder sind. Ja. Und was wir dann halt noch hatten, das war die Kontrolleurinnen haben sich an dieser Kuh gestört. Das ist die 104, die habe ich euch noch nicht vorgestellt. Die heißt Tapir. Ja, ich zeige sie euch jetzt. Und dann könnt ihr euch überlegen, was euch an der stört. Also mir ist an sich nichts aufgefallen. Sie ist übrigens in einer ihrer Lieblingsliegeboxen. Das sind die letzten 3. Am liebsten mag sie eigentlich die allerletzte, aber die war vorhin besetzt. Und da ist sie bei der Kontrolle eben auch gestanden. Und die Kontrolleurinnen wollten wissen, was mit der Kuh ist. Mit der Kuh ist gar nichts. Die war den Kontrolleurinnen einfach tendenziell zu mager, weil man die Rippenbögen hier ein bisschen sieht.
Da kann ich jetzt aber nichts machen. Die ist vom Typ her einfach so. Von der Milchleistung her ist die so niedrig, dass sie ihren Bedarf locker von der Grundration decken kann. Und am Robot muss ich ihr ein bisschen Kraftfutter geben, damit sie überhaupt selber kommt oder da beschäftigt ist. Also von dem her ist sie eigentlich over the top gefüttert. Ja, kann ich nichts machen. Aber so gesehen war es das eigentlich von dem Thema Kontrolle, Betriebskontrolle, was wir hatten. Wie gesagt, der Rest war analog zur QM-Milchkontrolle. Sonst schaut ihr euch das Video halt nochmal an, was da alles nachgeguckt wird. In meinem letzten Video habe ich das ja, glaube ich, angesprochen, dass hier bei dem Jungvieh eine Abtrennung nicht mehr funktioniert hat, weil diese U-Schiene unten abgerostet war. Ich habe wie damals das gleiche Problem, dass mir alle im Bild stehen. Aber die U-Schiene ist neu gesetzt und mit schnellem Beton neu einbetoniert. Der hat allerdings nicht so schnell gezogen, wie man das eigentlich erhofft hatte oder gedacht hatte. Da mussten die Herrschaften doch ein bisschen länger eingesperrt bleiben im Absperrgitter. Wie man vielleicht auch sieht, sind die mittlerweile nachgerutscht, weil mein Gurtochse ist jetzt hier schon in der vorletzten Box. Das letzte Mal im Video, wo ich es euch vorgestellt habe, war der, glaube ich, zwei Gruppen weiter vorne noch. Und wenn wir dann eh schon hier hinten sind, dann sieht man vielleicht auch, dass das hier ein anderer Mischwagen ist. Unser Alter war knapp 10 Jahre alt und der war jetzt schlichtweg durch. Die Reparatur war uns zu kritisch, nicht mehr rentabel, zu teuer, ja, nennt es wie ihr es wollt. Da war einfach der Boden durchgelaufen, weil die haben, glaube ich, ein Bodenblech von 1,7 cm und unseres hat, glaube ich, noch 7 mm gehabt und das geht nicht mehr gut. Also der hat sich nach unten rausgewölbt. Deswegen steht jetzt der hier, den zeige ich euch noch ein bisschen näher. Der braucht halt viel mehr Platz, weil er viel länger ist. Das ist jetzt einer mit Förderband. Also so sieht er von dieser Seite aus. Da ist jetzt ein bisschen mehr verbaut wie bei unserem alten. Hat auch ein bisschen eine andere Waage drinnen. Da kann man die Ration eingeben und der rechnet das selber hoch. Vorher haben wir das am PC hochgerechnet. Also der hat auch hübsch viele Anschlüsse, wie man hier vielleicht sieht. Und was man auch sieht, die ganzen neuen Fahrzeuge haben Druckluftbremsanlage. Mit Auflaufbremse gibt es mittlerweile nicht mehr, wenn man es neu kauft. Und wie man vielleicht sieht, hat es unser Traktor nicht. Das heißt, die Druckluftbremsanlage für den kleinen Landini ist bestellt. Die wird nachgerüstet, weil wir die für Straßenfahrt definitiv brauchen. Und was diesen alten Landini von uns anbelangt, der ist uns vor Weihnachten wieder stehen geblieben. Diesmal war es jetzt aber nichts vom Getriebe oder von der Schaltung. Wie soll ich sagen, der hat vorne sowas wie ein Sicherungsrelais mit drinnen. Und das musste man dann entsprechend neu machen. Das war ja durchgeschmort. Hier ist also nochmal der Mischwagen von dieser Seite. Der hat jetzt im Gegenüber am alten quasi den Vorteil durch das Förderband, dass man beide Seiten gleichzeitig in einer Durchfahrt beliefern kann, weil das Förderband nach rechts oder links gestellt werden kann. Also da muss man nicht immer nochmal einmal in die Gegenrichtung fahren, sondern kann das auf einmal machen. Und einen Nachteil hat er auch, den haben wir jetzt erst festgestellt, wo wir diesen schon fix gekauft haben. Und das zeige ich euch von oben. So, also wie man jetzt hier deutlich erkennen kann, das neue Modell ist ein Zweischneckenmischer. Vorher hatten wir einen Einschneckenmischer. Durch die Zweischnecken ist natürlich der Wagen viel länger geworden. Wir haben jetzt eigentlich zwei Nachteile. Jetzt fangen wir mal beim Einfachen an. Und zwar sind wir normalerweise, wenn wir das Stroh noch schneiden mussten, weil wir keinen Häckselballen mehr hatten, hinten bei diesem Tor reingefahren. Das ist mit dem alten Mischwagen gegangen. Mit dem neuen geht es nicht mehr, weil der einfach viel länger ist, die Kurve stärker schneidet und wir jetzt bei diesem Tor hinten nicht mehr reinkommen. Auch wenn wir maximal ausholen, kommen wir mit diesem Mischwagen nicht mehr in den Stall rein. Das heißt, ich bin zwingend auf gehäckselte Strohballen angewiesen. Ich kann die selber nicht mehr zusammenmanschen und mit dem Mischwagen hier reinfahren. Das geht jetzt nicht mehr. Das war Punkt 1.
Punkt 2 ist, wir hatten quasi den baugleichen Mischwagen bei uns zum Testen. Das gibt's. Das ist ein Vorführwagen. Der hatte 16 Kubikmeter. Dieser Mischwagen, den wir hier haben, der hat jetzt 14 Kubikmeter. Hat ja geheißen, das ist der gleiche, bloß ein bisschen kleiner. Also gut, alles tutti, gekauft. Und jetzt haben wir festgestellt, dass wir ein Problem haben, und zwar, dass der schon bei der ersten Befüllung mit nur 2 Tonnen Grassilage bereits das Futter oben rauswirft. Das heißt also, die Reste, die ihr hier oben auf dem Rand seht, das ist nicht, weil wir so schlampig das Futter reingeworfen haben, sondern weil der Mischwagen das Futter oben rauswirft. Vielleicht Anmerkung dazu, der Einschneckenmischer vorher, den wir hatten, hatte 8 Kubikmeter und der hat jetzt 14 Kubikmeter und trotzdem ist im alten Futter drin geblieben und der hier wirft raus, weil der zwar länger ist, aber niedriger. Also falls jemand einen Futtermischerwagen kaufen will, bitte aufpassen, dass das Futter nicht oben rausfällt. Und warum wir den dann genommen haben, das ist einfach so, der Vorführer, diese 2 Kubik mehr, hatte oben einen Aufsatz, hier oben drauf, fest verschraubt, der konisch nach innen gegangen ist und dadurch ist das Futter drinnen geblieben. Das ist der ganze Unterschied. Also wenn ihr es zum Kauf angeboten kriegt oder da es überlegt, nehmt auf jeden Fall den Mischwagen, der den Aufsatz oben drauf hat. Beim anderen, also bei uns, fällt das Futter raus. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir diesen Aufsatz dazu kaufen noch nachträglich und montieren lassen, was dann wieder einige 1000 Euro kostet, oder wir basteln uns jetzt selber was zusammen. Da sind wir jetzt gerade noch am Überlegen, aber so ist das Ergebnis nicht befriedigend. Und das mit dem alten Mischwagen, das ist fast schon ein bisschen blöd, weil wir vor rund 1,5 Jahren nochmal rein investiert haben, und zwar in diese neue Schnecke hier. Ja, die liegt jetzt hier noch, aber die ist im Prinzip verkauft oder in Zahlung gegeben für einen neuen Mischwagen. Und den Aufsatz vom alten Mischwagen haben wir vorerst auch noch behalten. Vielleicht kann man den irgendwie umbauen für an den neuen Mischwagen hin. Da tüfteln wir jetzt noch ein bisschen. Auf Seiten der Tiere haben wir ein paar Problemfälle, sage ich jetzt das mal. Und zwar habe ich diese Schwarze ja schon mal vorgestellt. Die ist von der Black. Wir haben die eigentlich für ihre Marotte, dafür, dass sie hier immer hoch steht, aufs Barenmäuerchen. Haben wir sie fast schon lieb gewonnen. Das ist so ihr Markenzeichen geworden. Bloß leider möchte sie nicht trächtig werden. Ich weiß nicht, wie viele Besamungen sie mittlerweile hat. Und allmählich wird es eng für sie. Sie ist jetzt noch einmal besamt worden. Ich hoffe, dass sie jetzt dann trächtig ist. Und sonst fürchte ich, müssen wir uns allmählich von ihr verabschieden. So, weiterer Problemfall in Anführungsstrichen ist die Dame hier. Ich weiß nicht, ob ihr sie nur erkennt. Ich habe sie schon mal vorgestellt, aber jetzt so mit Winterpelz, gell? Das hier ist die Beere, das ist ja unsere Dienstälteste und von der wollten wir eigentlich unbedingt noch Nachzucht, weil alte Kühe, das habe ich einfach gerne, welche so problemlos durchhalten. Aber den Gefallen will sie uns scheinbar nicht mehr tun. Der Zyklus ist nicht mehr regelmäßig bei ihr. Ich denke, die bereitet sich eher auf die Menopause vor. Wir haben probiert, unserem Glück etwas auf die Sprünge zu helfen und haben ihr durch den Tierarzt eine Spirale setzen lassen. Das Problem war, dass sie die irgendwie verloren hat. Ich weiß nicht wie, hatten wir auch noch nie. Das heißt, das Ganze wieder abwarten, wieder Vorstellung, nochmal eine Spirale. Und eigentlich hätte sie jetzt rindern sollen, tut sie aber nicht. Also weiß ich nicht, wie es bei ihr weitergeht. Wenn die jetzt von selber nicht mehr brünstig wird, dann denke ich, war es das. Leider.
Und falls jemand mit dem Begriff Spirale bei der Kuh noch nichts anfangen kann, so sieht eine Spirale aus. Das ist jetzt die von der Beere. Die unterscheidet sich also in Form und Funktion von den Spiralen beim Menschen bzw. der Frau. Das ist einmal so eine Triangelform eigentlich eher. Und das Material ist Plastik und ist mit Hormonen beschichtet. Also ein ganz anderer Zweck als wie beim Menschen, wo es zur Verhütung gedacht ist. Bei der Kuh ist es dazu gedacht, dass der Zyklus wieder in Gang kommt und dass sie trächtig wird. Also klammere ich mich, was Beere anbelangt und deren Nachzucht, ein bisschen an das, was wir schon hier haben. Und wir haben hier, die habe ich auch schon mal vorgestellt, das ist unsere Bibi. Das ist unsere Kuh mit dem Stummelschwänzchen. Und die ist hier in der Abkalbebox, weil sie gerade erst abgekalbt hat. Und ein bisschen witzig ist die Konstellation, die sich hier namenstechnisch in der Abkalbebox ergeben hat. Das hier ist Bibi und es gibt ja so einen Film oder eine Serie, Bibi und Tina. Und jetzt könnt ihr mal raten, wie diese Kuh hier heißt. Genau, das hier ist die Tina, die habe ich euch noch nicht explizit vorgestellt. Das muss ich irgendwann mal noch machen. Sie ist hierin, weil sie hinten links etwas lahm geht. Sie tut sich hier in der Abkalbebox deutlich leichter als wie in den Tiefboxen. So, und hier haben wir von der Bibi das Kalb. Vielleicht erkennt der ein oder andere das. Das ist genetisch hornlos, vom Vater her. Und vielleicht gibt es jemanden, der an der Kopfform erkennt, ob es jetzt männlich oder weiblich ist. Also gut, das ist ein Weibchen. Und die junge Lady, die ist vollständig. Wie man sieht, hat sie einen sogar relativ langen Schwanz. Ganz im Gegensatz zu ihrer Mutter. Und wenn wir gerade beim Thema Schwänze oder Kälberschwänze sind, da zeige ich euch jetzt die noch. So, ich weiß nicht, ob ihr das schon seht. Die hat wieder einen zu kurzen Schwanz. Gehst du mal ein bisschen ans Licht, bitte? Nein, macht sie nicht. Geh mal ein bisschen vor. So, jetzt sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Dame. Das ist ein bisschen kurz, aber ich darf da jetzt nicht näher hin. Das ist oben komisch verbogen, aber die ist schon so auf die Welt gekommen. Das ist mir eigentlich direkt nach der Geburt schon aufgefallen, dass das insgesamt etwas zu kurz geraten ist. Kann sein, dass das zustande kam, weil das hier falsch zusammengewachsen ist irgendwie. Naja, gut. Sie scheint es nicht zu beeinträchtigen und fit ist sie auch. Insofern denke ich, passt es. Und dieses Krummschwänzchen, Kurzschwänzchen, ist von der Kuh tapfer. Aber wie die zu ihrem Namen kam, beziehungsweise was sie für Charaktereigenschaften hat, das muss ich in einem anderen Video machen. Das dauert sonst zu lang. Und hier haben wir aktuell unsere Kreuzung mit weiß-blaue Belgier. Die Kälber sind alle vom gleichen Stier und fallen von der Figur her doch relativ unterschiedlich aus. Das hier ist der Beste. Der ist relativ zierlich, der ist aber älter wie der von nebenan. Und der war gesext männlich besamt, ist aber als Weibchen geschlüpft, gell? Ist natürlich ein bisschen schade, für das gesext männlich zahle ich einen satten Aufpreis. Fit ist es Kalb, aber naja. Aber wen ich euch in dem Zusammenhang jetzt doch noch vorstellen kann, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist eine Tochter von Beere, liegt auch prompt gegenüber von ihr. Und ich wollte ja ein bisschen Gag machen, ich hätte die gerne in der Abkalbebox gehabt. Dann wäre nämlich Bibi und ihre Halbschwester Brombeere hier beieinander in einer Box, aber Brombeere ist etwas hibbelig, sie ist relativ umtriebig, die passt mir vorne bei den zwei Kühen nicht ganz so rein. Und wie man sieht, ist sie ja hier auch ganz zufrieden. Zu Brombeere vielleicht noch. Wie gesagt, ist jetzt eine Tochter von Beere, relativ frisch abgekalbt. Momentan noch ein bisschen schlagfertig beim Melken und will von uns nicht viel wissen. Die ist immer relativ schnell weg.
Und Brombeere vom Namen her hatte ich schon mal, mache ich normalerweise ja nicht. Doppelbelegungen, weil es durcheinander gibt. Die vorige Brombeere war auch eine Tochter von der Beere. Und da hatte ich leider das Problem, dass die einen Fremdkörper hatte und mir deswegen quasi eingegangen ist. Also die Befunde damals waren massiv und deswegen habe ich die nicht mehr. Die wäre von der Figur her, Farbe her ähnlich wie diese Brombeere gewesen, war aber ruhig und umgänglich. Und ja, drum hat der Name Brombeere jetzt schon ein bisschen einen Beigeschmack bei mir. Aber mir ist kein besserer, passenderer Name eingefallen für die Dame, weil die Farbe passt. Brombeere ist eine dunkle Beere und die Figur passt momentan auch. Sie ist ein bisschen rundlich. Und drum haben wir hier jetzt wieder eine Brombeere. Bei unserer Caro hatten wir vor einigen Wochen das Problem, dass sie schlagartig gar keine Milch mehr gegeben hat. Wir haben dann auch einen Tierarzt gehabt, so richtig rausgefunden, was sie gehabt hat, haben wir nicht. Wir haben halt mittlerweile den Verdacht, dass sie von einer Kollegin umgeschmissen wurde, weil sie mal einen Tag auf der linken Gesichtshälfte dreckig war. Und wie man jetzt vielleicht auch sieht, ist diese Backe hier dicker als wie die hier. Also haben wir die Vermutung, die hat es halt echt auf den Unterkiefer geschmissen. Und dann frisst man nichts mehr und alles tut weh. Und da gibt man halt auch keine Milch mehr. Also wir haben die Pauschale gegen alles damals behandelt, auch auf tierärztliche Anweisung hin. Und sie hat dann einfach noch mehrere Tage Schmerzmittel bekommen, hat sich jetzt soweit ganz gut gefangen und die Schwellung ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Und eben, was man nicht richtig einschätzen konnte, das schiefe Gesicht, das hat sie einfach immer. Wir hatten bloß den Eindruck, dass es noch ein bisschen geschiefer geworden ist, wo es ihr nicht so gut ging. Ja. Und sie war dann auch mehrere Wochen auf der Abkalbebox vorne oder auf der Strohbox. Und wie man sieht, haben wir sie jetzt wieder zurückgelassen und scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Und dann hatten wir noch ein Problem mit unserem Kraftfutter. Und zwar, wir haben ja zwei Sorten. Wie man hier vielleicht sieht, das war jetzt Soja. Und das Energiefutter ist pelletiert. Wenn jetzt dann aber das Pelletierte beim Soja rauskommt, dann weiß man, ist irgendwas schiefgelaufen. Ich hatte nämlich gedacht, ich bestelle rechtzeitig vor den Feiertagen, Weihnachten, Silvester und Co. Kraftfutter nach. Und ja, das wurde dann schlichtweg falsch befüllt. Das hätte in das linke Silo reingehört, das pelletierte Futter. Und eingefüllt worden ist es ins rechte, wo bei mir Soja ist. Und dadurch, dass da ein Restbestand Soja drinnen war, kam das pelletierte Futter erst vorne nach ungefähr einer Woche an. Haben wir das erst bemerkt. Und dann musste dieses Silo komplett notfallmäßig geleert und neu befüllt werden und meine bestellte Kraftfuttermenge fürs linke Silo musste dann entsprechend auch neu angeliefert werden. Die entsprechenden Kraftfuttersorten sind übrigens jeweils hier an dem Pfosten angeschrieben. Ich weiß nicht, warum der Fahrer das nicht gelesen hat, nicht nachgefragt hat, nicht geschaltet hat, keine Ahnung. Es hätte auch auffallen müssen, weil die Bestellmenge dann in dieses noch teilvolle Soja-Silo nicht reingepasst hat. Und er hat den Rest dann einfach auf das linke Silo getan. Also spätestens da hätte man ja merken können, dass irgendwas nicht stimmt. Das war jetzt halt leider nicht der Fall. Wie gesagt, das hat einen Tag gebraucht, bis das komplett leer gemacht wurde und alles wieder frisch befüllt war. Und wegen der Abrechnung hängen wir immer noch, das wurde falsch berechnet. Und das zieht sich jetzt wohl bis in Februar rein. Was wir auch noch gemacht haben, ist, ich nenne das mal diese Angel von diesem Tor. Das ist das von der Abkalbebox, das ist relativ lang
und schwer. Und deswegen hatten wir eigentlich von Anfang an das Problem, wenn man das vorne aufgemacht hat, dass das immer 10 cm abgesackt ist, weil hinten hier war vorher eine leichtere Schiene dran und dann hat es das immer nach unten mitgebogen quasi und man musste es dann förmlich wieder hochheben. Und wie man sieht, ist das jetzt so massiv verbaut, dass das nicht mehr passiert. Also ich kann das nochmal hier probieren. Wenn ich das jetzt hier aufmache, bleibt es eben ziemlich auf der Höhe, wo es bleiben soll. Und vorher ist es dann immer gleich eine Etage tiefer gesackt. Dann hatten wir noch ein Problem genau an Neujahr, die Nacht nach Silvester, wo man schön gefeiert hat, wo die Tankreinigung hängen geblieben ist, beziehungsweise dauernd die Sicherung geflogen ist. Ja, lassen wir das an dem Tag. Wir haben den Tank mehr oder weniger von Hand geputzt. Wir haben so eine Schrubbelbürste mit Verlängerung und haben dann den Feiertag so überbrückt, einfach, dass wir dann weiterkommen, weil wir natürlich auch erstmal den Fehler suchen mussten, beziehungsweise tritt der Fehler am nächsten Tag noch auf. Das heißt, wir haben die Abholung am nächsten Tag abgewartet, der Fehler ist wieder aufgetreten zur Tankreinigung, ist wieder die Sicherung geflogen. Wir haben natürlich entsprechend Techniker dann bestellt und das Problem war, also ich dachte, es kommt vom Aufheizen, weil das immer während der Hauptreinigung aufgetreten ist, wo er aufheizen muss, aber das war es nicht. Durch diesen Kasten geht auch eine Leitung fürs Wasser und die war undicht, die hatte einen Riss drin, das war ein altes Messingteil und dadurch hat es in die Elektrik reingespritzt. Und entsprechend muss man das Teil erneuern lassen und innen alles trocknen lassen, bevor es dann weitergegangen ist. Teil kann ich nicht zeigen, das hat der Techniker mitgenommen. Und die Katzen haben Silvester auch gut überstanden. Und die Figur ist recht proppe. Ich glaube, das wird noch ein strenger Winter. Es wird ja wohl nicht an unserer Vorratslage an Katzenfutter liegen, oder? So, die Dame des Stalles ist mittlerweile auch eingetroffen. Ein alternativer Schlafplatz ist übrigens der Strohschubkarren. So, und jetzt muss ich doch mal kurz raus, um euch das andere gute Stück zu zeigen. Und zwar haben wir ja diesen Landini noch. Der hatte auch Schwierigkeiten, dass der nicht mehr gut gefahren ist. Von der Anzeige her war es auch, musste man, was hat denn der, Rußpartikelfilter oder was auch immer, man musste den ausbrennen. Da haben wir, also dadurch, dass der relativ kurze Strecken fährt oder nicht so lang fährt, also bloß die Arbeiten am Hof, hat er nie die Zeit gehabt, sich auszubrennen quasi oder diesen Filter selber zu reinigen. Und darum musste man das selber übers Programm veranlassen. Da musste man erst bei der Werkstatt anrufen und den muss man erst warm fahren und dann hinstellen, das Programm hochfahren und der fährt dann wirklich im Standgas oder im Stand auf Vollgas hoch, eine halbe Stunde lang, bis der quasi ausgeglüht oder gereinigt ist. Und dann hatte ich ja noch eine Anfrage, ob ich nicht quasi jeden Monat ein Bild machen kann vom Füllstand von unserem Gülle-Silo. Die Idee finde ich prinzipiell selber auch ganz gut, aber das hat bei mir jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr halt aus gesundheitlichen Gründen nicht hingehauen. Wohlgemerkt, das ist nicht nur Gülle, bei uns läuft das Dachflächenwasser mit rein und das Wasser von der Fahrsiloanlage und von der Mistplatte. Das landet alles hier drinnen. Wenn es also viel regnet, habe ich hier auch viel Wasser in der Güllegrube mit drin. So, aber ich denke, damit seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Und nächstes Mal, denke ich, geht es wieder mit einer Kuhvorstellung weiter. In diesem Sinne, viel Zeichen. Nach Abschluss der Dreharbeiten hat ein Kalb noch dicke Backen bekommen. Hierbei handelt es sich um Kälberdiphtherit. Es ist in Behandlung und ist auf dem Weg der Besserung.